Warum? Ach so, ja, warum? Weil die Playlists Livestream und die Playlist Factorio Staffel 1 haben den Community-Richtlinien nicht entsprochen und wurden entfernt. Und da ich keine Ahnung hatte, die schreiben dann auch nichts mehr dazu. Die schreiben bloß, verstößt halt gegen die Community-Richtlinien. Keine Ahnung warum. Und dann habe ich halt versucht, die Playlist von der ersten Staffel Factorio nochmal neu zu erstellen, weil ich dachte, da ist vielleicht, sind da irgendwelche durch die, ich hatte da automatisches Hinzufügen drinne bei einer von den Playlists, dass dadurch vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, dann tust du die Staffel 1 manuell nochmal erstellen. Mochte aber ohne. Die hat er dann auch gelöscht und gesagt, hier, nochmal Verstoß gegen Community-Richtlinien. Und damit habe ich jetzt drei Verstöße. Und wenn ich noch einen mache, dann bin ich weg. Deswegen bin ich jetzt auf Twitch gerade. Und YouTube kriegt dann bloß die Aufzeichnungen vom Livestream. Pack mal den hier so hin. Nee, komm, mach mal hier unten hin, oder? Hier so. Wie gesagt, ich denke auch, der hier wird nicht angegriffen werden. Wäre zumindest so die Hoffnung, die man dann hat. War immer so langweilig hier. Jetzt ist Party. Nur eine 50-Stunden-Woche aktuell bei mir. Was echt an die Substanz geht, ja. Das ist richtig. Das kann ich absolut nachvollziehen. Oh, wir machen hier hoch. Jetzt steht der Strom wieder im Weg, ne? Das ist der Wahnsinn. Kriegt das jedes Mal wieder hin, dass der Strom da im Weg steht. Laude mir mal ganz kurz. Ich setze den jeden Moment neu. Ja, so. Strom ist da. Wir brauchen ja hier bloß die Verteidigung noch und dann sind wir durch. Da machen wir noch eins noch hoch und dann wieder rüber. Und dann passt das hier. Ja, und dann hier noch den Abschluss. Keine Ahnung, dass das hier mit dem Wasser irgendwie klappt. Machen noch einen hin. Was? Ja, hier fehlt einfach der Strom. Okay. Ja, das sieht jetzt gut aus. Verbunden ist das auch alles. Einer fehlt. Hier ist mir einer abhanden gekommen. Gut, dass wir nochmal gucken. Eine Pumpe fehlt. Keiner sagt was, ne? Schutz ist überbewertet. Und das Radar. Ja, das stimmt. Mittwoch ist zum Glück das Projekt durch und dann habe ich erstmal frei. Ah, cool. Schön. Ein Déjà-vu? Wegen der Pumpe, oder was? So, ja, hier. Radar. Dann machen wir die Ecken noch dicht. Und dann sollte das hier eigentlich so weit hinhauen. Achso, Speedmodule. Speedmodule klatschen wir jetzt noch hier in die Dinger rein. Und dann sollte das eigentlich passen. Ist die Frage, ob wir den letzten noch machen. Oder ob wir das jetzt erstmal so lassen. Und hier sind noch 1000%. Theoretisch, wir haben ja jetzt mehr als genug. 3 Millionen Öl auf Reserve, 500 im Transit. Das reicht ja. Was uns hier jetzt halt fehlt, sind wieder die Züge. Wir haben wieder zu wenig Züge. Und ja. Ja, YouTube und seine aktuelle Welle an Löschungen von Videos. Ja, das ist ja das Komische. Die Videos nicht. Alle Videos sind noch da. Es sind wirklich nur die Playlists. Also die Zusammenstellung von 400 Videos oder so. Die mocht er nicht. Die Videos sind scheinbar alle in Ordnung, weil da hat er kein einziges von gelöscht. Aber die Playlists. Frage mich nicht, wie das sein kann. Ich weiß es nicht. Ich habe auch die Vermutung, YouTube weiß selber nicht, was da schief läuft. Das Doofe ist bloß, ich habe da Beschwerde eingereicht. Kannst du ja automatisch machen. Nur kannst du auch ein Rohr runterlegen. Ach so, stimmt, ja, das könnte ich ummachen.
Gibt's denn, ich habe halt kein Limit gefunden dafür, wie viele Videos in der Playlist haben darf. Und ich habe dann mal so geguckt, andere Leute, andere YouTuber haben auch Playlists mit 400, 600 Videos. Deswegen ist komisch. Eine private Musikliste wurde auch von YouTube gelöscht, okay? Ja, dann darf man jetzt vielleicht nicht mehr so viele in der... Ja, das soll, warum schreiben sie ihnen das nicht? Das ist, das finde ich halt, das ist mit das Affigste an der ganzen Sache, dass die dir nicht schreiben, was das Problem ist. Und du stehst dann einfach bloß doof da. Das ist schon ein bisschen nervig. So, willst du rumschießen, Kollege? Oder hast du keinen Bock? Allein der kleine, unbekannte YouTuber namens Gronkh mit Minecraft-Staffel 1100 plus Folgen, ja genau. Aber hat er die in einer einzigen Playlist drinne? Ja, hätte ich halt auch gedacht, dass ich habe halt auch schon Playlists mit an die 800 oder so Videos gesehen. Das löschen auch nur Bots, ja, ich weiß. Das macht die Sache aber nicht besser. Wenn deswegen der Kanal weg ist oder ich nicht streamen und nicht hochladen darf, dann nützt mir das auch nicht, dass das ein Bot war und kein Mensch. Dann finde ich es bloß bescheiden, dass die Monate brauchen, um das mal von einem Menschen zu reviewen, weil wenn du Beschwerde einlegst, dann guckt sich das irgendwann mal ein Mensch an. Allerdings, die älteste Beschwerde ist jetzt schon 5 Wochen alt. Oder? Ja, vielleicht sind es bloß 4 Wochen. Also 4 Wochen und ich habe noch keine Rückmeldung. Das ist halt einfach, weißt du. Ah. Fehlen dir dann irgendwann noch einfach die Worte für? So, ich glaube, der macht dir nichts. Nee, der macht dir nichts. Okay, den können wir hier wieder auf 15 Sekunden runterstellen und sagen, wir sind hier durch. Dankeschön. Auf nach Hause und fordere mehr Öl an. Ja, das machen wir auch. Bereits Werner hatte gesagt, sei nicht sparsam mit dem Öl. So sieht's aus. So ist es wahr. Dann gucken wir mal. Ja, wir müssen eigentlich, wir können bei denen jetzt hier beten, 900 einstellen. Dann sollte das reichen. Also bei ihm hier klappt es ja auch. Ach, Alkangas ist zu viel. Ja, hier, wunderbar. Ne? Alkangas voll. Das heißt, wir können hier auch nochmal eine Linie dran basteln. Und dann machen wir dasselbe hier auch. Hier muss noch ein Radar hin. Naja, und dann sollte es gut sein. Würde ich sagen, wir müssen natürlich, ich muss dran denken, dass da oben bei dem zweiten fehlt ja auch noch die Leichtölaufspaltung. Die ist ja noch nicht fertig. Beziehungsweise die haben wir noch nie erweitert gehabt. Es riecht. Essen. Kriege ich gleich Hunger, du. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das muss ich mal umbauen. Dass hier nicht Beete zugleich rumstehen. Weil dann blockieren die hier den Laden. Was nicht cool ist. Wieso stehst denn du jetzt hier so ewig rum? Du wartest auf Inaktivität. Aber es ist inaktiv. Was zur Hölle? Du stehst aber auf automatisch. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Piep, ich muss mal ganz kurz zum Ofen. Gleich einen Moment. Okay. Ich muss doch nicht zum Ofen. Mir wurde geholfen. Pyro, wenn die Abfahrt früher beginnt, reicht es bereits zu. Ja, genau, das ist der Plan, den ich da gerade habe. Ja, einfach bloß so hier machen. Und die hier kommt weg. Und dann haben die nämlich hier genug Platz dafür. Ah, das hier kann weg. Das hier kann weg. Und so sieht das dann hier aus.
Und in Ordnung. Wochen später, dieses Problem sitzt zum Glück immer noch da. Ja. Aber jetzt ist weg. So, was wir brauchen, sind mehr Züge. Dieselben Probleme, ja klar. Ist doch gut zu wissen, dass so Zeug erhalten bleibt für dich. Das habe ich mir ja extra für dich aufgehoben, sah das. Oh, hier. Schönes Essen, du. Und ich kann es nicht essen. Außer ich mache jetzt hier Feierabend. Ja, wie soll ich denn das nebenbei essen? Ja, und wie redet man und isst gleichzeitig? Pausen. Pausen beim Reden. Ist es heiß? Bist du sicher? Hilfe, ich werde geschlagen. Hilfe, Jungs. Rettet mich. Und Mädels, falls welche da sind. Okay, hier passt es. Wir stellen jetzt erstmal drüben auf groß. Also auch auf 900 können wir ruhig einstellen, würde ich mal sagen. Also 9-0. Selbe auf der anderen Seite. Den hier können wir auch mal auf 900 stellen. Wie gesagt, eine Million müsste theoretisch reingehen, aber naja gut. Es gibt genügend Videos, wo die Leute einfach nur essen. Was gibt es denn jetzt zu den Zübelchen? Ja, das ist die Frage, ne? Hier, überbackene Brötchen. Hier so, Brötchen da, oder? Ich muss das winkeln, ne, damit ihr das besser seht. Ja, hier, da. Keine Ahnung, wie gut das jetzt zu erkennen ist da. Es ist halt einfach bloß solche Aufbackbrötchen mit Salami und Käse überbacken. Und Pilze sind auch noch. Da hast du ja hier ein richtiges Wunderwerk gemacht. Wow. Ja. Das ist die Liebe. Studentenpizza. Genau, die Chinesen machen das auch. Mit Liebe gemacht, ja. Die Icons ausgestellt, ja, stimmt. Und ich hab die, ja, weil ich die Tastenkombination für Vorschau an ausmachen ist. Steuerung, Alt, Punkt. Und dann geht das manchmal verloren. So, wieso fehlt es hier? Kein Öl da, sagt er. Ja, hier ist auch kein Öl da. Das ist absolut richtig. Aber da hier nirgendwo Öl ist, müssen wir einfach mal warten, dass hier die Züge angefragt kommen. 900.000 sind angefragt und nur 800.000 sind drin. Also theoretisch sind die Züge jetzt unterwegs. Und sobald die da sind, sollte sich das hier klären. Weil ich das doch eigentlich hier gleichmäßig aufgeteilt habe, oder? Weiß ich nicht. Wir bauen jetzt hier drüben erst mal aus. Ja, hier fehlt es immer noch an Öl. Also die Hälfte der Fabrik arbeitet momentan. Immerhin. Ah ja, jetzt müsste es aber langsam werden hier eigentlich. Oder wir müssen noch mehr Pumpen machen. Weil hier ist voll. Oder fast voll. Hier dann auch. Nee, hier oben nicht. Aha, okay. Nee, hier an den unteren Dingern fehlt es halt noch. Aber dann, ja gut, wir gucken mal. Wir warten erstmal, dass da genug Rohöl angeliefert wird. Und dann sehen wir mal, wie es aussieht. Wir nutzen in der Zeit jetzt hier erstmal. Habe ich den noch drin? Habe ich den hier noch drin? Das ist er nicht. Das ist er. Das sollte er sein. Theoretisch muss ich den zweimal drehen. Und dann kommt der hier so hin. So, ich habe schon wieder keine Symbole drin, ne? Geh ins Fitnessstudio, wenn du pumpen willst. Klar. Ich pump gleich richtig los. Vergesst nicht, noch den
Ach, den Spendenlink mit einzufügen. Der ist doch eingefügt, oder? Oder wie meinst du das? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das verstehe ich gerade nicht. Der müsste doch drinne sein. Also, ich kann ihn ja hier nicht einfügen, oder? Ach doch, unten. Stimmt. Stimmt. Das Zeug unten, wo jetzt steht, das Factorio am Freitag um 19 Uhr ist, da könnte ich den ja mit rein. Da könnten auch verschiedene Beschreibungen mit rein. Stimmt. Zum Beispiel die Videobeschreibung vom aktuellen. Jetzt kriege ich auch Hunger. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sorry. Das passiert manchmal. So, wir nehmen uns hier zwei Pumpen zur Hand. Genau so. Ja, da muss ich nochmal dran arbeiten. Irgendwann bei Gelegenheit, wenn ich da Zeit und Muße für habe, gucke ich mir das mal an, was ich da machen will. Und vor allen Dingen auch wie. Hier machen wir wieder... Nein, den hier. Hier kommt eine Pumpe hin. Er meinte damit natürlich da. Dann muss ich die aber auch ins Hoch setzen. So hier. So hier. Und so hier, genau. Der schiebt es nach hier drüben, damit die genug haben. Und die beiden liefern das dann jetzt einfach hier hoch. Ich meine, so barbarisch ist der Verbraucher ja jetzt hier oben eigentlich nicht. Aber jetzt scheint ja auch nicht ein bisschen was mehr zu haben. Sagt der, der ja grundsätzlich notorisch immer zu wenig von allem hat. Sagt wieder genau der Richtige. Bis hierhin. Anschluss. Ah, da oben auch noch. Nee, einfach wegmachen, Büro. So. Wenn wir jetzt noch hier den Strom irgendwie dran kriegen, wird alles gut. Ja, wunderbar. Okay, läuft. Wo macht es Alkangas raus? Das macht hier irgendwie raus. Also den könnte ich jetzt hier einfach mit dran schubsen. So hier. Und ausgezeichnet. Und bei ihm hier machen wir es ähnlich. Aber an dieses Rohr da dran. Das ist natürlich ein extra Untergrund hinmachen, damit das auch passt. Genau. Ja, dann sind die eigentlich angeschlossen. Theoretisch sollte das Rohr jetzt hier nicht zu voll werden, trotzdem. Ultimate Karma, habe mal geguckt, Gronks LP hat 1275 Videos in seiner Playlist. Ja, ne? Also, echt mal. Pyro und seine Rohrtechnik ist immer wieder ein Augenschmaus, ja. Traumhaft, ne? Da blickst du durch, du. Blickst du durch. Okay, wir haben jetzt hier genug zum Aufspalten. Jetzt können wir uns darum Gedanken machen, dass wir hier genug Rohöl hinkriegen. Wir haben genug Rohöl. Okay. Das ist auch da. Brauche ich eigentlich... Na gut, doch. Wir machen das mal. Wir machen hier mal so. Und machen zwei Pumpen hin. Eine nach oben, eine nach unten. Und die helfen einfach dabei, dass das bis hier runterkommt, das Öl. Mehr machen die jetzt nicht. Die braucht Strom. Und der hilft, dass es nach oben kommt, das Öl. Ausgezeichnet. Dann sollte sich das hoffentlich jetzt etwas gleichmäßiger hier verbinden. Verteilen. Das wäre wunderbar. Sieht jetzt auch so aus. Zumindest ein bisschen besser. Weil die das jetzt hier raussaugen aus denen hier. Wo es eh keiner braucht. Ja, das müsste eigentlich so passen. Das sieht ganz gut aus. Dann können wir ja hier mal kurz Essen testen. Erstmal die Zwiebeln drauf. Großzügig. Werde mich hier gleich bekleckern. Seht schon, komm.
Oh, ich reiß die Wurst runter. Auch gut. Aber lecker. Huch. Fantastisch. Lecker ist das ohne Ende. Nur leider kriegst du fettig die Finger dadurch. Also werde ich das doch erst nach dem Stream essen. Weil fettige Finger ist nicht cool. Oder ich mache eine Pause, aber... nee. Mach mal keine Pause. Weil ich will eh nicht mehr ganz so lange machen. Sondern wir gucken jetzt einfach nur mal, woran es jetzt... Züge. Daran scheitert's, genau. Also kümmern wir uns kurz noch mal darum, dass wir mehr Züge hier anstatt kriegen. Dafür müsste man noch mal hier so ein Ding irgendwo aufsetzen. Eine Pipi- und Esspause. Meinst du, ich soll jetzt eine Pause machen und dann machen wir nachher weiter? Ich meine, könnte ich machen. Die Frage ist, wie schneidet man das dann nachher raus? Ich habe keine Ahnung. Das ist alles fantastisch hier. Ja, nee. Ich mache jetzt hier noch eine. Ich mache jetzt hier noch meine Züge hin. Und dann ist erstmal gut für heute. Würde ich sagen, wo hauen wir die Züge hin, ist jetzt hier die Frage. Ja, Verlauf oder so. Hast du ein Wartescreen? Ja, ich habe ein Wartescreen. Also ein Pausebildschirm, hier kann ich ja mal zeigen. Da. So sieht er aus. Jetzt kann ich hier noch die Kamera ausmachen, wenn ich Lust habe. Oder ich lasse die Kamera drin. Mal gucken, das hier wurde jetzt geändert. Also jetzt habe ich Medienquelle angemacht. Was war denn das? Das ist ja interessant. Wieso ist da ein schwarzer Bildschirm? Ah, okay, jetzt passt es. So, also theoretisch habe ich ihn. Ja, dann machen wir erstmal kurz eine Pause und machen dann nochmal weiter, oder wie? Büro und neue Effekte. Ist alles nie getestet und nicht. Das ist es halt. Ach nee, komm. Komm. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir machen jetzt hier noch unseren Bahnhof und dann mache ich erstmal Pause. Bei mir ist auch nach Pause. Nur allein wegen der Stimme, die so ein bisschen kratzig ist. Aber wohin mit dem Klavier? Könnten jetzt hier hinten noch einen hinklatschen? Wenn wir da lustig zu wären. Wie lange die Pause? Ja, ich habe keine Ahnung, bis ich mit Essen fertig bin. Ich mache keine Pause. Ich mache jetzt doch bloß noch den Bahnhof und dann mache ich Schluss. Für heute, weil ich eh bloß bis um 11 oder so hätte machen können oder wollen. Und deswegen machen wir jetzt hier einfach nochmal, hier unseren Wartebahnhof hin. Ich kopiere das Ding hier einfach. Das kommt hier hinten nochmal dran. Und dann ist gut. Andere Idee. Damit deine Figur nicht fertig, deine Finger nicht fertig werden, könnte dir jemand das Brötchen reichen. Oh ja, ja. Ich frag mal, ne? Das wird bestimmt passieren. Die wird sich bedanken bei euch. So, also wir kopieren diesen Bahnhof hier. Du sollst mir das Brötchen reichen. Damit meine Finger nicht fertig werden. Nee. Top. Hilfe, Hilfe. aber super schmecken die. Ja, schön. Die sind cool. Einen darfst du noch. Einen darf ich noch? Ja. Sauber, danke. Muss ich doch nicht verhungern.
Jetzt so ein Clip. Wie ging das? Ja. Weiß ich nicht. Unten ist irgendwo hier so Highlight oder Clip erstellen. Kann es sein, dass der eine Zug keinen Sprit mehr hat? Was ist denn hier kaputt? Welcher? Welcher Zug sollte keinen Sprit mehr haben? Theoretisch müsste alles funktionieren. Wegen Fuel Stop. Sind drei unterwegs zum Fuel Stop. Nee, die waren beim Fuel Stop. Nur der eine hier ist zum Fuel Stop unterwegs. Und der müsste dann eigentlich noch genug haben. Im Wartebahnhof? Nee, also in dem Wartebahnhof nicht. In dem hier nicht. In dem hier auch nicht. In der Ausfahrt vor dem Wartebahnhof, den du kopieren möchtest. Na, hier ist ja nix. Den hier wollte ich ja kopieren. Ach, hat sich erledigt, ja. Gut, gut, gut. Gut, dann kopieren wir das Ding jetzt mal. So grob. Nicht komplett. Wobei. So hier. Huch, jetzt werde ich gleich noch platt gefahren. Na, aufpassen. Den hier. Bis hier runter. Jetzt sehe ich nichts mehr. Muss nur nach rechts mit dem Gerät. Hier kann man das nächste erforschen. Das geht jetzt echt flott. Schon zwei Bergbauproduktivitäten in einer Aufnahme. Also da geht schon was. So ist nicht. So, der hier muss auf jeden Fall weg. Der hat keinen Nutzen mehr. Der ist jetzt hier gleich bloß im Weg. Deswegen rupfen wir den mal kurz hier weg. Braucht ja auch kein Mensch mehr. Den Unsinn. Na kommt, Roboter. Ladet euch auf. Ich habe extra 50.000 Roboports in meinem Anzug drin. Ja. Ja, nimm mit. Den Quark. Aber da ist irgendein Zug beschädigt und fährt durch die Gegend. Ja, hier oben. Hier oben hat es den Zug beschädigt. Und es, und die Signale auch weggehauen. Okay, jetzt ist die Frage. Wie hoch muss denn der, damit das geht? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber auf jeden Fall, der Kreisverkehr hier ist, weiß ich nicht, ungünstig. Wir könnten den rechten dann nutzen, warte mal. Wenn ich was sehen würde, aber ich sehe halt nichts, ne? Das ist zu groß, ne? Wenn ich noch ein Stück rauszoomen, das ist Maximum hier. Also. Sag mal hier so. Versuch mal hier so. Wenn wir Glück haben, passt das jetzt hier genau mit dem Kreisverkehr. Ob das gut ist, weiß ich jetzt noch, ne? Aber das ist, funktioniert soweit erstmal. Und jetzt müssten wir hier mit dem nochmal eine extra Verbindung schaffen. Also wir ziehen auf jeden Fall erst schon mal durch. Das Ding hier. Oh, das ist schon einer, der in der richtigen Größe hier gebaut ist. Ist natürlich fantastisch. Finde ich schon mal gut, soweit. Ändert bloß nicht daran, dass wir jetzt hier das lange, gerade Stück erstmal brauchen. So, hier hin. Oh Gott, der arme Roboter. Die haben jetzt zu tun. Na, wir machen jetzt hier nämlich erstmal das die Querverbindung hier. Die sogar da drüben bei dem Kreisverkehr rauskommt. Was nice ist, kann ich die hier nämlich dann miteinander verbinden. Muss bloß mal den Busch loswerden, dass ich was sehe. Dann müssen wir mal warten, dass hier die Roboter klarkommen.
In der Zwischenzeit knusper ich nochmal an meinem Ding hier rum. Es schmeckt ja lecker ohne Ende, ne? Aber leicht essen ist was anderes. Gut, ich habe eine Taschentücher zum Finger sauber machen. Es gibt einen Befehl, damit man weiter rauszoomen kann. Das wäre sehr praktisch. Mit diesen großen Bauplänen brauchst du das einfach. So, wir düsen jetzt hier nochmal lang.